kobieta z dzieckiem 8-tygodniowym. Nie mogę mówić. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Wam. Dziękuję Wam, Ukraina, Ukraińcy, za pomoc, którą okazujecie. Dziękuję. Grenzübergänge gesprengt worden sind, Züge manipuliert worden sind, um weiterzufahren, sprich gehackt, und genügend krisengroße Busse da sind, aber zu wenig Flüchtlinge, weil halt durch diese Bombardierung von diesen Grenzübergängen keiner durchgekommen ist oder wenige durchgekommen sind. Genauso ist es hier, obwohl hier etliche sind, die gerne komischerweise nach Dortmund möchten oder wie auch immer, nicht nach München. Und deswegen sind wir jetzt hier nahe der Grenze, sprich da, wo die Grenzübergänge gesprengt worden sind.